Willkommen zurück auf unserer Webseite. Hier geht es um die Volumenberechnung von Quadern oder auch rechteckigen Prismen. Und ich bin so froh, dass wir jetzt nicht anfangen müssen, hier Einheitswürfel reinzumalen, um die zu zählen, sondern dass wir jetzt ja schlau sind und wissen, wir können das Volumen berechnen, indem wir die drei verschiedenen Kantenlängen einfach miteinander multiplizieren. In dem Fall hätten wir hier Länge mal Breite. Da haben wir dann hier 1 mal 8, da haben wir also 8 und 8 mal der Höhe. 5 mal 8 ist 40, Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter sind Kubikzentimeter, also haben wir hier 40 Kubikzentimeter. Machen wir noch so eine Aufgabe. Hier haben wir einen Würfel, wie schön. Bei einem Würfel sind ja alle Kanten gleich lang. Du siehst, die haben ja alle 2 cm in der Länge. Jetzt müssen wir einfach nur berechnen, Länge mal Breite mal Höhe. Also 2 cm mal 2 cm, da kommen wir hier auf die Grundfläche. Das ist also eine Fläche von 2 mal 2 sind 4 Quadratzentimetern. Und wenn wir das jetzt in der Höhe multiplizieren mit 2 cm, dann kommen wir auf 2 mal 4 sind 8 Kubikzentimeter.